Die Frage ist ja einfach zu beantworten. Ich vermisse nichts bei Helix. Natürlich wäre eine Achterbahn für den Fahrgast noch schöner, wenn sie nicht 1385 Meter lang wäre, sondern 3000 Meter. Denn manche können ja nicht genug kriegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne eine Bahn, die ist auch so lang. Die hat aber in der Station, die hat einen Lift 94 Meter hoch. Und da haben sie am Schluss so viel Energie, da könnte man noch 1000 Meter fahren. Nur, warum macht man das nicht? Erstens, hier hat man wenig Platz. Zweitens, kostet so eine Bahn nicht, weil die Schiene so viel länger ist, so viel mehr. Sie brauchen auch 3-4 Züge mehr, um die gleiche Kapazität zu erzielen. Für einen Park oder auch auf der Reise für einen Schausteller ist ja interessant, wie viele Leute kann ich pro Stunde da durchsetzen, damit sich das Investment bezahlt macht. Das heißt, wenn Sie eine Bahn bauen, die so lang ist, dann müssten Sie einen Scheich holen, der Ihnen 100 Millionen Dollar auf den Tisch legt. Dann könnte man das mal verwirklichen. Das heißt, ich vermisse etwas, aber mache gleich wieder einen Abstrich. Nein, ich vermisse es nicht, weil ich weiß, ökonomisch kann man es nicht mehr verwirklichen. Also insofern von Fahrfiguren und wie die Bahn gebaut wird, selbst die Form der Schiene, das ist ästhetisch, eine Dreigurtschiene mit dem Fachwerk. Das ist etwas Schönes. Calatrava hat in Venedig eine Brücke gebaut. Die passt eigentlich gar nicht so richtig nach Venedig, aber sie ist schön. Und diese Bahn hier hat eine sehr schöne Form. Diese Dreigurtschiene mit dem Fachwerk, die hat was.